Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein aufgebrauchtes Video für euch dabei, denn Leute, wir haben ordentlich Sachen aufgebraucht. So, jetzt mal schnell ein Vorschaubild. Genau. Hier werde ich jetzt wahllos reingreifen und euch zeigen, was wir alle aufgebraucht haben, was nachgekauft wird oder was absoluter Schrott war. Seid ihr bereit? Angeschnallt und losgefahren. Hier kannst du lesen. Wir haben Ariel aufgebraucht. Ihr wisst es, ich liebe Ariel hier vorne. Das ist weggeschnitten, weil Uwe das brauchte für ein Deckel, für einen Eimer. Für einen Eimer irgendwie. Auf jeden Fall, Ariel ist aufgebraucht und ihr wisst es. Ich liebe diesen Duft. Das hier ist Ariel Color. Hier steht es, Color. Und natürlich haben wir auch noch für Weißwäsche Ariel. Also das kann einmal in den Müll. Wird natürlich nachgekauft. Hier haben wir aufgebraucht von Merci Limited Edition. Und zwar die Winter Chocolate Edition. Die war super lecker. Und ich meine, wir hatten die in einem Schätzlein-Päckchen, was zu Weihnachten und so kam. Ja, also da durfte ich noch fröhlich von mitessen. Wäre haltbar bis 1.6.24 gewesen, aber so lange hat es halt nicht überlebt. Ne? Ja, merci. Ist immer eine stabile Bank. Wird bei uns immer leer gemacht. Dann haben wir leer gemacht eine Tüte Mandeln. Hier sind 200 Gramm drin. Mandeln sind reich an Ballaststoffen und an Eiweiß und so. Und das tut halt gut, so eine Handvoll, 5, 6 Mandeln. Dann hat man auch schön Gehirnschmalz. Und deshalb einmal Mandeln aufgebraucht, kann weg. Die Kira, die hat aufgebraucht von Adventurus von Purina. Die Nuggets, Wildschweingeschmack in Fettarm, das war in dem Weihnachtspäckchen. War das im Weihnachtspäckchen? Nein, es war nicht im Weihnachtspäckchen. Auf jeden Fall, hier, das ist Sassis Handschrift auf jeden Fall. Frag mich nicht, warum? wann? Geburtstagspaket. Geburtstagspaket? Von mir. Die hat ein Geburtstagspaket geschickt. Okay. Also, auf jeden Fall wartet für Kira mit dabei und Kira liebt diese Teile. Die sind leer gemacht. Dann habe ich leer gemacht die Risi Bisi Piselli und Riso mit 16 Gramm Protein. Ne? Die waren ja in dem Päckchen von Biggie und Chris aus der Schweiz. Und die waren richtig lecker. Also am Anfang war der Geschmack ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil eben Erbsen sind. Ich meine, ich kann ja kein Italienisch, ne? Aber ich meine, das sind halt Erbsen. Pisa, die haben sich auch abgebildet, Erbsen. Genau. Aber die haben wirklich gut geschmeckt. Wenn ich so einen Heißhunger hatte auf ein bisschen salziges, ich bin ja so ein herzhafter Zahn, dann habe ich mir da mal eine Handvoll rausgenommen. Die haben bestimmt eine Woche gehalten. Sonst nie, Freunde. Ein Jahr atmet, weg ist die Tüte gewesen. Aber diese hier, jetzt mit meiner neuen Essmethode, wie Uwe sagt. Nein, mit meinem neuen Lebensabschnitt hat es echt eine Woche gehalten und es war sehr, sehr lecker. Und ich habe da immer schön an Chris und Biggie denken müssen, weil das richtig gut ausgesucht war. Also dafür einen Daumen hoch, auf jeden Fall. Da habt ihr super mitgedacht, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn es diese hier in Deutschland zu kaufen gibt oder in irgendeiner ähnlichen Art, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen, weil die wirklich nicht ganz so hochkalorisch waren und trotzdem lecker und ja, den salzigen Zahn, den herzhaften Zahn gestillt haben. So, unser Eierpieker, den haben wir aufgebraucht, den hatte zeitlich gesegnet. Der ist unbrauchbar, deswegen haben wir uns einen neuen geholt und der darf jetzt auch endlich weg. Den brauchen wir nicht mehr.
Ich habe leer gemacht von DM Bio, Birne, Erdbeer in Apfel, ohne Zuckerzusatz und Quetschi. Das ist jetzt so ein Synonym für die anderen auch, die vielleicht tauchen hier auch noch welche auf, keine Ahnung. Aber die esse ich immer zu, entweder in den griechischen Joghurt rein oder in den Naturjoghurt von Aldi, diesen 1,5% fetthaltigen rein. Ja, oder halt in Quark oder so, wo ich einfach ein bisschen Obst brauchte, wo ich noch kein echtes Obst essen durfte. Echtes Obst, ihr versteht, was ich meine, ne? Deshalb, also die, wenn ich irgendwie mit dem Magen was habe oder so, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Aber jetzt vorerst nicht mehr, ne? Die, die ich noch da habe, werden aufgebraucht und vielleicht zur nächsten OP, ne? Man weiß es ja nicht. Ich habe ja Hoffnung, dass ich sie nicht brauche, aber wir werden es sehen. So, dann hat Kira wieder was leer gemacht und zwar auch wieder von Purina Adventuros. Fettarme Stripes in wilder Hirschgeschmack. Da ist sie zum wilden Hirsch geworden. Ja, das waren so Streifen, die mochte sie auch sehr gerne. Wir werden auf jeden Fall nachgekauft, die gibt es bei Netto, soweit ich weiß auch. So, wir haben leer gemacht, beziehungsweise hauptsächlich jetzt der Uwe von Trader Joe's Paranusskerne naturbelassen. Ja, also die sind reich an Phosphor und Magnesium. Ich habe sie leider noch nicht so gut vertragen, weil die sehr schwer in meinem Magen gelegen haben. Aber sobald ich die gut vertrage, bin ich trotzdem dabei und würde mir die wieder kaufen und halt einer am Tag. Oder was weiß ich, drei in der Woche mit ins Müsli rein oder sonst was. Ja, aber im Moment vertrage ich die halt noch nicht. Deshalb musste Uwe die leer machen, ne, und alleine. Notgedrungen. Ja, notgedrungen, der arme Uwe. Hashtag der arme Uwe. Wir haben aufgebraucht eine Schöpfkelle. Denn wir haben uns eine neue geholt. Und zwar haben wir so, Schatz, willst du mir die mal, gibst du mir die mal rüber? Weil die ist sehr, ihr seht das, ne? Biegsam. Und wenn du da was drauf hast, da läuft einfach nicht genug durch diese Löcher durch. Und das hat mich schon immer gestört, so dass ich einfach eine neue wollte. Und da haben wir hier so ein Körbchen geholt. Kann man das überhaupt erkennen? Ja, ich glaube, so kann man das gut sehen. Ja, und deshalb kommt die jetzt weg und die kommt jetzt an. Kann sich an, sind an der Kelle noch? Ja. Und die kommt jetzt halt an unser Regal daran, an unsere Stange. So, leer gemacht haben wir schwarzen Pfeffer. Kaufe ich natürlich gerne wieder nach. Das ist einer von Aldi. Le Gusto, glaube ich. Ja, zum Kochen reicht der absolut. Willst du haben? So. Dann haben wir geleert den Moreno Kaffee Espresso. Den Kaffee, den wir sehr, sehr gerne mögen. Aber ich stelle fest, ich kann früher gar Kaffee nur schwarz getrunken, kann ich nicht mehr trinken. Oh, Leute, der duftet. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Ja, den kaufen wir immer wieder nach. Aber ich möchte auch gerne mal noch einen anderen probieren in nächster Zeit, weil ich entweder wegen der Magen-OP, dass ich den nicht mehr so vertrage, oder weil da hier vielleicht irgendwas verändert wurde. Keine Ahnung. Also hier steht Kaffee Espresso, volles Aroma, traditionelle Trommelröstung. Und zwar ist das, glaube ich, Arabica, oder? Röstkaffeemischung im Boden, geeignet für Kaffeevollautomaten. Keine Ahnung, also eigentlich dachte ich, dass sowas immer draufsteht. Aber es ist die Intensität 4 von 5. Also schon ein starkes Herzchen, ne? Kann man da sagen. Dann habe ich leer gemacht von Denk mit, Allzwecktücher feucht. Diese Klassik-Teile werde ich immer wieder nachkaufen, weil ich sie liebe, weil man schnell mal einfach nur hier den Tisch abwischen muss oder schnell die Arbeitsfläche und du hast nicht direkt einen nassen Lappen zur Hand oder irgendwas. Ideal, ne? Oder, keine Ahnung, wenn ich meine Nachttische einfach mal schnell feucht abwischen möchte. Ich habe da auch immer eine in der Nachttischschublade drin und dann ist das schnell erledigt. So, für die Schokobox, ja,
feuchte Toilettenpapier. Das ist natürlich nicht das Einzige, aber das muss jetzt herhalten, um es euch zu zeigen. Das ist von Netto. Es ist in Ordnung, also das reißt halt schnell, ne? Wenn das fest zusammengepresst ist, und also man kann das sehr, sehr schlecht entnehmen, weil die auch sehr tief immer miteinander verbunden sind, so reißt das schnell ab. Das ist natürlich blöd, aber Gott, nur wenn man es weiß, ne, muss man das halt vorsichtiger rausnehmen, und das kaufe ich halt immer wieder nach, weil es auch günstig ist. Und es hilft mir. Dann habe ich heute Morgen leer gemacht von Schwarzkopf Tough Power, Schaumfestiger. Auch in der stärksten, im stärksten Halt. Und hier steht noch kaschmirartige Geschmeidigkeit. Ja, ist halt schaumfestiger. Der Duft war mal besser. Der riecht jetzt irgendwie so wie Tabak oder irgendwas. So. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Herrenparfüm oder Aftershave. Keine Ahnung, Schatz, was sagst du? Das riecht schon irgendwie so ein bisschen nach so einem Herrenparfüm, ja. Oder? Ja. Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich finde tatsächlich das Blaue besser, aber das kriege ich nicht immer bei uns hier. Deshalb kommt meistens das Schwarze mit. Ja, leer gemacht haben wir Kurkuma. Ja, würde ich auch immer wieder kaufen. Aber wahrscheinlich jetzt eher frisch von unserem Gewürzhändler, den wir da in Tegel haben. Dann hat die Susi auch mal geduscht von Nivea Creme Protect leer gemacht. Also war auf der Haut angenehm. Der Duft geht auch. Aber er ist nicht typisch Nivea. Ja. Also das würde ich mir nicht unbedingt nochmal holen. Einfach weil ich einen anderen Duft erwarte. Aber hier steht von der Haut, vom Hautgefühl her, war die super. Also das ist jetzt einfach nur was Persönliches, dass mir das nicht so gerochen hat, wie ich es gerne wollte. Aber gut getan hat es. Hier sind Vitamine und Öle drin. Und ja, kann man ruhig mal ausprobieren. Aber wie gesagt, war nicht so mein Duft, weil ich Nivea-Duft erwartet habe. Die Kira. Diese kleine Fressraupe hat 7 Zahnpflegesticks zur Reduzierung von Plaque und zur Unterstützung der Mundhygiene von Dein Bestes leer gemacht. Sie bekommt ja immer abends ein so ein Ding. Das ist das Abendritual, was wir mit ihr haben. Ne? So. Und ich muss jetzt hier auch nochmal sagen, weil ich jetzt schon wieder was für die Kira zeige. Das ist ja schon wieder über Monate. Ne? Ich glaube, das sind schon wieder 2 oder 3 Monate, was wir hier den Müll angesammelt haben. Nicht, dass ihr denkt, die Kira fristet alles in einem Monat. Nein. Also von Simply Good Oscar Snack Rind mit 72% Muskelfleisch. Das ist, glaube ich, auch das aus der Schweiz. Und sie hat es geliebt. Ja, schade, dass es das hier nicht gibt. Das sind so kleine Snack Quadrate gewesen. Und hier steht ohne Zusatz von Getreide. Und das ist ja immer super. Ja, also das ist sehr, sehr schade, dass ich das hier nicht kriege, weil die Kira das wirklich geliebt hat. Dann haben wir leer gemacht. Bärlauchpesto. Das bekommt man beim Bremer Gewürzhandel. Und das ist super lecker. Oh, das riecht immer noch so richtig toll nach Knobel. Nach Knofi. Ja, da sind auch kleine, glaube ich, Pinienkerne drin. Für Dips und Nudelgerichte. Wir haben es halt immer für die Nudeln genommen. Pinienkerne sind drin. Knoblauch. Irgendein Salz. Kann ich nicht lesen. Tomatenflocken. Ja, ich werde euch gerne mal den Gewürzhandel unten verlinken. Das ist unbezahlte Werbung, aber ich finde es halt geil. Und vielleicht werdet ihr da auch fündig. Wir haben leer gemacht Pril Kraftgel in der Duftrichtung Zitrone. Fand ich richtig gut und so gut, dass ich das in Zitrone nachgekauft habe. Das ist tatsächlich ein total angenehmer zitroniger Duft. Das Blaue ist auch immer noch das, was ich liebe, aber im Moment
Das ist mal was anderes. Fand ich richtig gut. Priel wird sowieso immer für mich nachgekauft. Ja, und ich sag's immer wieder, ich weiß, andere Spülis tun es auch, ob das Fit ist oder keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen. Für mich ist das einfach, damit bin ich groß geworden und da bin ich halt einfach auch so ein bisschen Nostalgieopfer. Und deshalb kaufen wir immer Priel nach, weil wir es lieben. So, und in dem Fall halt Zitronenduft. Sehr, sehr gut. So, wir haben noch einen Kaffee leer gemacht von Educho. Lieblingsbohnen, vollmundig, auch Intensität 4 von 5. Ich meine, den hatten wir bei Verena im Paket drin, im Weihnachtspaket. Der war auch super lecker. Kann ich nicht anderes sagen. Ich glaube, der hat mir ja fast besser noch geschmeckt wie der von Aldi, ne? Aber kostet wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als der von Aldi. Hier steht für Filter und Vollautomaten. Kaffeetradition seit 1924, limitierte Edition. Naja, gut. Ja, war super. Wenn es den wieder gibt, würde ich den auch wieder nachkaufen. Ja, würde ich mal nachholen auf jeden Fall. Noch ein Quetschi. Apfel, Banane, Mango, Kokosmilch, Schafer. Sehr lecker. Also ganz ehrlich, kann ich wirklich nur empfehlen. Gerade wenn man irgendwie was mit den Zähnen oder sonst was hat und nicht gut kauen kann, perfekt. Nochmal dasselbe. Würde ich wieder nachkaufen. Dann von Purina Adventuros. Fettarme Sticks mit Wildbüffelgeschmack. Die Kira hat's gemocht. Dann haben wir leer gemacht Kümmel. Hier in dem Fall Gemahl für unsere Quarkspeisen und so was, ne? Oder wo halt Kümmel reinkommt. Wir lieben Kümmel auf jeden Fall. In Gebrauch, noch nicht ganz leer, Meridol. Mundspülung, ich liebe sie. 6-mal effektiver als eine herkömmliche Mundspülung. Naja, das kann ja jeder behaupten, ne? Bekämpft die Ursache von Zahnfleischbluten. Achso, ich kann mich erinnern, weil ich ja auch die Meridol Zahnpasta gekauft habe, die ist auch noch an mir braucht, dass mir jemand schrieb, dass die irgendwie nicht gut sind und mir was anderes empfohlen hat. Aber ich kann sagen, mein Zahnfleischbluten hat tatsächlich aufgehört und ich habe schon immer auf Meridol geschworen, also gerade auch auf die Mundspülung und ja, aber wenn die alle ist, werde ich auf jeden Fall das mal ausprobieren, was du mir aufgeschrieben hast. Bis jetzt nur nicht mehr, müsste ich nochmal nachgucken. Salz, aufgebraucht, ist leer. Es nimmt kein Ende hier, Freunde. Zimt haben wir auch leer gemacht. Auch von Aldi. Meine ich. Ja, ich glaube, es ist Aldi. Dann hat der Uwe und hat auch geduscht bei Lea Mann. Dive Deep Duschgel 3 in Einkörper Gesicht Haar mit Meeresalgenextrakt. Das ist dieses hier. Ich meine auch, dass du das im Weihnachtspäckchen hattest, oder? Mhm. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr von wem. Oh, der Duft. Wie fandst du das, Schatz? Gut. Würdest du dir das wieder kaufen? Ja, auf alle Fälle. Es ist aber leider eine Limited Edition. Wer weiß, ob es die noch gibt. Also ich liebe diesen Duft und ich fand es auch toll, wenn der Uwe danach gerochen hat. Ja. So, dann habe ich leer gemacht. Mozzarella. Ihr wisst es, ne? Meine neue Lebensphase. Braucht halt sowas. War sehr lecker. Kaufe ich nach, auf jeden Fall. Dann haben wir leer gemacht von WC Frisch. Türkis Toilettensteine, Klosteine. Fand ich gut. Ich fand es auch toll, dass das so blaues Wasser gemacht hat, aber da wir ja kein Flachspüler oder irgendwas haben, doch, wir haben einen Flachspüler und keinen Tiefspüler. So. Ja. Auf jeden Fall, da bleibt das halt nicht lange drauf, ne? Ja. Duft war auch in Ordnung, riecht wirklich wie Meeresbrise. Ja. Kaufe ich wieder nach. Aber am allerliebsten Hawaii. So, mit der Zahncreme habe ich euch ja gesagt. Die ist aber auch noch in Benutzung. Aber ja. Und ich fand sie gut. Die Kira hat wieder leer gemacht. Von Rinti Single Fleisch exklusiv Hirsch pur.
Auch das mochte sie sehr, sehr gerne. Und das wird auch wieder nachgekauft. Auf jeden Fall. Wenn Fressnapftet hat, auf alle Fälle. Leer gemacht habe ich ein 3 in 1 Duschpuff. Den hatten wir auch im Weihnachtspäckchen. Ach, und das war so angenehm, ja. Ich habe selten so ein tolles Duscherlebnis, ja. Oh, und der Duft, Leute, wenn ihr das riechen könntet. Blütenmeer, es war ein Traum, auf jeden Fall. Ich meine, Claudia, war das bei dir drin? Ich glaube, ja. Hat mir sehr viel Freude gemacht, auf jeden Fall. Dann haben wir leer gemacht von Priva Klarspüler. Priva ist, glaube ich, von Netto. Ja, hat sein Dienst getan. Fünffach Power steht hier. War ein Liter drin. Kaufe ich immer wieder nach. Bei mir muss das nicht keine Marke sein. Da muss nicht SO Mat oder sowas draufstehen. Oder S-Signal. Ich weiß es nicht. Ja, ist völlig in Ordnung. So, und dann natürlich wieder zu meiner neuen Ernährung. Und das ist auch wieder synonym für mehrere, die ich in der Zeit vernichtet habe. Kefir, fettarmer Kefir mild mit 1,5% Fett. Da habe ich mir dann tatsächlich auch noch irgendwie so ein Geschmacksproteinpulver reingemacht. War am Anfang, wo ich halt eben diese Flüssigphase hatte und ach, das war so lecker. Und jetzt trinke ich den einfach so und komme da, glaube ich, 3 Tage mit so einem Becher hin. Also alles würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Dann habe ich leer gemacht. Shampoo Seidenglanz von Isana. Dieses hier. Das war auch in einem Schätzlein-Päckchen drin. Das ist hier ohne Silikone. Seidenglanzformel mit Weizenprotein und Panthenol. Ja, gibt's bei Rossmann. Und der Duft, der war richtig toll. Ja. Es riecht irgendwie rosig, als wenn da Rose mit dabei ist. War in Ordnung, aber ich würde es mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil ich brauche Feuchtigkeit fürs Haar. Das ist das. So, leer gemacht haben wir Softlan. Hier steht neue verbesserte Formel, jetzt noch ergiebiger für mehr Wäschen. Naja. Vanille Orchidee, also wir lieben das und kaufen das auch immer wieder nach. Und ich, dieser Duft, Leute, ich liebe das. Das ist so ein warmer, weicher Duft. Ach, große Klasse. Ich hoffe, dass sie den Duft niemals ändern. Man weiß es ja immer nicht, ne? Aber das ist schon echt toll. Dann haben wir leer gemacht von Belcando, Finest Selection, Finest GF Salmon steht da. Ja, auf jeden Fall ist das von Belcando. Das haben wir schon nachgekauft und damit ist die Frage beantwortet, ob ich es nachkaufen würde. Auf jeden Fall, damit schnüffelt Kira ihren Schnüffelteppich, ne? Wenn die also ihr Futter verlangt quasi und ich aber möchte, dass sie halt nicht auslegt oder was, dann kriegt sie halt ihr Abendfutter in den Schnüffelteppich und das ist dann sowas hier. Also wir haben da tatsächlich noch 2-3 andere gekauft. Ich glaube, wir hatten euch das schon mal gezeigt, als wir das ausgepackt haben. Und würde ich immer wieder nachholen, weil das echt tolles Futter ist. Ne? Soweit ich weiß, gibt es das nur online bei Belcando. Einfach mal eingeben, falls ihr auch einen Hund oder sowas habt. Glaub, Katze gibt es auch bei Belcando. Ich weiß nicht mehr so genau. Dann guckt euch das mal an. Echt geil. Also Kira schwört drauf, steht drauf, findet sie toll. Dann habe ich leer gemacht. Handcreme von Nivea, Intensivpflege. War sehr gut, kommt aber nicht an meine Mixer ran. Ich liebe die Mixer. Ach Gott, leer gemacht habe ich klare Gemüsebrühe. Die ist, glaube ich, von Netto gewesen. Oder ist die von Aldi? Le Gusto ist bestimmt Aldi. Steht das irgendwie hinten drauf? Ja, kaufe ich halt immer wieder nach. Jetzt habe ich aber im Weihnachtspaket, oder war das im Geburtstagspaket,
von dir, von Verena, selbst gemachte Gemüsebrühe. Jetzt wird erstmal die aufgebraucht, natürlich. So, die Kira hat von Belcando leergemacht, feine Selection Lamb. Fand sie gut. Das war, das ist hier so ein 125 Gramm Beutelchen. Und dann hat sie noch eine Handvoll Trockenfutter mit oben drauf bekommen. Von Rintigold Huhn pur. Das sind nur 100 Gramm gewesen. Und hier das gleiche. Da haben wir dann abends halt einfach Trockenfutter mit drauf gemacht. Dass sie halt ihre Menge hat, die sie benötigt. Ich muss mich beeilen, der Akku. Ich habe leer gemacht von Isana Super Soft Maxi Wattepads. Diese hier. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, die waren die genäht am Rand. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich war da sehr begeistert und die großen liebe ich sowieso. Kaufe ich also auch jederzeit nach. Die Kira hat leer gemacht Mini-Wurstmix mit Salami, Schinken und Leberwurst mit 80% Fleisch. Ja, hat sie gefressen, würde ich auch nachkaufen, weil sie so mochte. Aber ich glaube, da gibt es noch andere Dinge, die sie lieber mag. Ne? Wie zum Beispiel diese Mini-Herzen. Und zwar sind die auch von Rossmann, ich glaube von Winston. Softer Hundesnack und die waren teilbar, reich an Truthahn. Die hat sie richtig, richtig toll gefunden und die kaufe ich auf jeden Fall nach. Und von Rinti Chico Plus Käsewürfel. 100% Huhn mit herzhaftem Käse. Ja, hat sie auch leer gemacht und auch das liebt sie. Haben wir heute übrigens auch mit beim Friseur gehabt, weil sie nichts gefressen hat. Die war schon wieder so aufgeregt, wenn, habe ich euch ja vorhin schon mal, glaube ich, erzählt, wenn ich mir irgendwie Schuhe anziehe, dann denkt sie, ich gehe für immer aus ihrem Leben. Die hat so Verlustangst. Und dann frisst die auch nichts. So, von Grau, Generation Pet, Forelle mit Kartoffel, hat sie auch leer gemacht. Das ist so ein Probetütchen von 90 Gramm. Hat sie beim Schnüffeln leer gemacht. Dann nochmal von Belcando, Truthahn. Also die fand sie echt toll, diese kleinen Tütchen mit Nassfutter drin. Auch hier wieder mit einer Handvoll Trockenfutter drauf. Und nochmal von Adventurus Purina Mini-Steaks. Hirsch mit 93% Hirsch, Huhn, Rind, Truthahn und Schwein. Die fand sie nicht so geil, komischerweise. Also da musste man sie darum bitten, dass sie es frisst. So, wir nähern uns dem Ende. Der andere Duschfluff, der ist von Uwe leer gemacht worden. Wie fandst du den, Schatz? Super. Auf der Haut? War ja, geil, oder? Ja, war echt schon ein geiles Duscherlebnis auf jeden Fall. Das alle. Oh ja, und das riecht auch richtig toll nach meinem Uwe. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo es das gibt. Ich würde es mir auf jeden Fall wieder nachholen, weil das echt toll war. So, dann habe ich leer gemacht von Balea Magic Winter Times Handcreme. War in Ordnung. Aber kommt nicht an meine Mixer ran. Deswegen würde ich mir die nicht nachkaufen. Thymian habe ich leer gemacht für Kerbelt. Darf jetzt in den Müll. Ja. Für Suppen und Soßen und sowas halt, ne? Gemüse, Fisch steht hier noch drauf. Geflügel. Ja. Es wird auch Zeit, also ich glaube, das ist auch schon längst abgelaufen. Ja. War halt getrocknet, ne? Aber jetzt musste das halt weg und deswegen habe ich den Uffi gebraucht. Noch ein Hippies Quetschi und zwar rote Früchte in Apfelbirne plus Eisen. War auch lecker. Auf jeden Fall. Dann kommt noch ein Quetschi und zwar auch von Hippies Waldbeeren in Apfelpfirsich. Super lecker. Definitiv. Dann nähern wir uns dem Ende. Zwei Sachen sind jetzt hier noch drin. Noch eine Gemüsebrühe.
Die Good Bio, weiß ich nicht, ob ich die von DM habe. Wo gibt's denn Good Bio? Netto. Die sind von Netto? Oh ja. Aber eigentlich steht es ja immer drauf, ne? Mhm. Von wo das ist. Aber ich kann euch das echt nicht sagen. Hier steht nicht irgendwo hergestellt für. Aber sie war gut. Da ich aber gerade nicht bei Netto einkaufen gehe, würde sie mir jetzt erstmal nicht nachkaufen. Das liegt aber daran, dass es Netto ist und nicht, weil die Brühe schlecht wäre. Aber jetzt kaufen wir erstmal die von Aldi. Also die kann weg. Und dann habe ich leer gemacht von Schwarzkopf Taft Volumen Haarspray mit Halt 3. Das war so eine kleine Probiergröße, die ich meiner Meinung nach von Yvonne im Weihnachtspäckchen drin hatte. Das war ganz gut. Dafür, dass es nur Halt 3 ist, hat das wirklich schon mal super gehalten. Ja. Aber ich brauche mehr Halt noch. So, ihr Lieben. Das war's. Könnt ihr da reingucken? Jetzt sind auch nicht. Naja, es ist leer. So, das war das Aufgebrauch von, ich denke mal, glaube ich, die letzten 3 Monate. Ich musste mal gucken, wann ich das letzte Video aufgenommen habe. Aber ja, wenn ich einmal im Monat machen würde, da würde einfach nichts zusammenkommen. So, meine Lieben, das war jetzt eine halbe Stunde aufgebraucht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Inspiration und Freude beim Zugucken. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mir einen lieben Kommentar da lasst oder vielleicht sogar auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenlos und wir freuen uns da natürlich drüber. Und im Prinzip bin ich jetzt fertig und sage das, was ich immer sage. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Lieben. Schön, dass es euch gibt. Tschüss.